Okay, er lädt den Vlog von gestern. Heute am nächsten Morgen. Ich bin total fertig, habe total lange geschnitten, weil ich habe ein bisschen Probleme hier. Ich brauche so einen SD-Kartenleser und den muss ich heute unbedingt bestellen, vielleicht zweimal. Weil dann läuft das wie geschmiert wieder hier. Beziehungsweise eigentlich bräuchte ich nicht mal den. Normalerweise brauche ich einfach jemanden, der mir den Computer neu wieder aufsetzt hier. Komplett neu wieder aufsetzt. So dass der vernünftig läuft am Netz, so wie es geplant ist. Wir haben ja die Kabelverbindung hier, dann brauche ich nicht von hier nach drüben laufen und dann drüben dann hochladen. Den ganzen Schlunz. So, und nochmal kopieren. Das sind alle Arbeitsschritte, die ich sparen könnte. Aber ich kann es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und vor allem mag ich die System CD irgendwie, weiß ich nicht, wo die ist. Und das ist schwierig für mich. Ja, wie gesagt, ach, es ist halt ein bisschen schwierig geworden gerade. Irgendwie funktioniert die Technik nicht so richtig. Und wenn die Technik nicht richtig funktioniert, kostet es mich mehr Zeit. Wir sehen uns gleich im Keller unten auf alle Fälle. Skadi ist heute zum ersten Mal den ganzen Weg in die Kita mit dem Fahrrad gefahren und war super stolz. Also, das war wirklich toll. Das ist schön für sie, weil sie braucht auch Erfolgserlebnisse. Kommt mir immer so ein bisschen benachteiligt vor hier in so einer Masse von Kindern. Das Letzte wird beachtet. Da kennt man so dieses Sandwich-Kind-Problem. Anouk ist halt die Erste, die Große. Rona ist die Kleine. Lumen ist die Spezielle. Und Skadi ist so süß. Und so ein kleines, süßes Ding. Ich würde mal ja nicht, dass sie sich benachteiligt vorkommt. Kommt sie wahrscheinlich auch nicht. Das ist nur meine Einbildung. Aber dann braucht sie genauso ein Erfolgserlebnis. Und das fand ich toll. Dass sie gestern war, sie so stolz, wie sie da gefahren ist. Heute in die Kita. Naja, es wird eine große Radfahrerkarriere. Hey! Hallo, Mike. Ist heute der 7. oder der 8.? Ist der 8., ne? Am Mittwoch? Mittwoch, ja. Ist halt schon Mittwoch, ja. Nee. Ich bin jetzt gerade durch. Verwirrt. Ja, Montag gewesen, Dienstag war gestern Mittwoch. Na klar, ist heute Mittwoch. Uhr haben wir. Ja, machen wir mal auf. Den Zauberladen. Der Zauberladen ist geöffnet. Hier, wo es fast alles gibt. Trockene Pflanzen. Bierkrüge. Scherenschnitte. Vorhängeschlösser haben wir im Angebot. Fotoboxen, Salzstreuer, Bakelitstreuer, Laternen. Wir haben Sättel, Werbung. Was haben wir denn noch? Autositze, aber nur für Porsche. Ja. Getränkeautomat, Emaille-Schilder. Manchmal auch Bilderrahmen, Musikanlagen, Juhu, Schellackplatten, Vinylplatten, Plakate, Kunst, Fotos, aber auch mal Autotüren, Fahrradlenker. Noch mehr Werbung. Und Fahrräder. Und zwar ganz, ganz viele. Wir machen auch in Obertrikotagen.
Ja. Oder ihr könnt hier eine Lampe kaufen. Wenn euch der Kühlergrill fehlt, vom Strichachter, alles da, haben wir. Für den nächsten Eintopf ist gesorgt, für die Großfamilie, auch der Topf ist da. Wunderbar. Noch mehr Werbung, noch eine Lampe, Vasen, Fotos, Ersatzteile für Petroleumlampen. Ja. Ganz rar gesät. Pneus. Skateboards. Tonbandgerät. Garderobenständer. Die kleine für einen engen Flur. Porzellan. Noch eine riesen Lampe. Der Goethe. Modeschmuck. Yay. Ja. Kleine Boxen. So süß. Ohne Klang, aber süß. Dekoration ohne Ende. Karikaturen. Das Ned Fleischer. Kunst in jeglicher Form. Aschenbecher. Jo, der darf nicht fehlen. Alkohol und Rauchen. Die Drogen alle auf einem Tisch hier. Wunderbar. Und das könnte ja als Synonym für Anabolika sein. Anabolika, Zigaretten und Alkohol. Wunderschön. Und das alles in der Sportecke, die wir hier haben. Ja. Ja, die Sprossenwand. Die trimm dich Apparillos hier. Marlies hat den gestern ordentlich getreten. Noch eine Lampe mit wunderschönem Klang. Eine Arzttasche. Und bevor man die Arzttasche braucht, braucht ihr die hier. Damit könnt ihr dann den Patienten euch selber organisieren. Ja. Ein nagelneues TV-Röhrengerät von Philips. Eine kleine elektrische Uhr, Kaminuhr oder wie auch immer, Buffetuhr. Antike Spiegel. Eine echte Rarität hier in diesem Hause und wohl überall. Ist eine alte Flugblattdruckmaschine, die man mitnehmen konnte. Also wenn man dann unterwegs war, auf dem Feld, gab es immer einen armen Schlucker in der Kompanie oder was, der so ein Ding mitschleppen musste oder so. Und dann wurden Befehle rausgegeben oder was weiß ich, keine Ahnung. Also es ist vor allem eine mobile Druckmaschine für Flugblätter. Yay. Braucht man auch im Fahrradladen. Braucht man alles. Dann haben wir hier eine Pan Am. Ölgemälde im Übermaß. Kapitänskajüten, Lampe. Fahrräder, 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 Fahrräder. Und Deko. Yeah. Das sieht ja voll mager hier aus. Wunderbar. Eine riesen Reklame-Banner-Wand. Ja, das ist wohl das Geilste, was wir jemals gemacht haben mit unseren ganzen Pseudo-Firmen. Total genial, Mann. Finde ich das Ding, ey. Ja, war schon cool. Unsere ganzen Marken. Denn die Bilder von Marlies sind auch immer noch da. Immer eine gute Deko. Ich finde das ganz nett. Es ist so aufgelockert, vor allem das hier. Das Mystische. What's behind? Ja.
Ja, ich würde mal sagen, das war's. Und das war der Rundgang Mitte 2020 durch den Laden. Und wir starten in den Tag. Ach, Gewichte habe ich noch vergessen. Ja, natürlich sind dort die Gewichte da. Ich habe keine Zeit mehr, die zu benutzen, so richtig, aber kommt auch wieder die Zeit. Also, jetzt warten wir auf den ersten Kunden und dann geht's los. Und so lange haben wir ja den Bolinen hier. Das ist total genial. Ich habe ja schon die Tretkurbel gestern noch angebaut. Weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Die Bremsgriffe. Ne, das alles entsteht hier langsam. Müssen wir noch verkabeln. Kette ruf, Kettenspanner ruf, Pedalen ruf, Sattel ruf. Mit Sattelstütze und fertig. Läufst du? Okay, ich brauche jetzt hier einen Kettenspanner an. Weil es ja ein vertikales Ausfallende ist und man damit keine Chance hat, die Kette in irgendeiner Art und Weise zu spannen, sobald man die Kette drauflegt. Also die Kette muss 100% passen oder sie passt eben nicht. Und deswegen, um das auszugleichen, weil es ein Rahmen für Schaltwerk ist, nimmt man einen Kettenspanner. Ich habe jetzt hier ein günstiges Modell genommen und den baut man dann da ein. Der wird dann die Kette hier unten drunter gelegt. Seht ihr gleich. Und dann baut er die Spannung auf. Sollte man nicht bei Rücktrittbremsen verwenden, wurde früher auch mal gemacht, ja, tatsächlich 50er, 60er Jahre, wurde sogar bei Rücktrittbremsen verwendet, Kettenspanner, beziehungsweise eine Kettenschaltung, eine Dreigangkettenschaltung, die frühe Schaltung in der Rückbremsnarbe. Ist ein bisschen albern, weil die Kette dann anfängt zu hängen und dann wurde dann hier vorne noch ein Teil rangebaut, damit die Kette so einen Kettenfang, damit die Kette nicht runterfällt vom Blatt, sobald man rückwärts tritt, weil sobald man rückwärts tritt, hängt ja die Kette durch automatisch. Ne? Und wenn man dann wieder losfährt, dann ist die Gefahr groß, dass sie runterfällt. Um das zu vermeiden, wurde hier noch so ein Kettenfang rangebaut. Aber eine Ideallösung war es natürlich nicht. Ja, gut. Jetzt bauen wir die Kette schon drauf. Das war's schon. Und ich meine, ihr seht ja selber, wie viele Teile hier neu kommen und so. Und deswegen dementsprechend kostet natürlich so ein Rad am Ende auch Geld. Jetzt steckt viel Arbeit drin. Idealmaß passt nicht, also nimmt man eins länger, das wäre da. Ja, da fädelt man alle zusammen. Ritzel drauf. Weiter. So. So spannt sich das jetzt. Und jetzt muss man nur noch diese Laufrolle hier einstellen, hier unten. Macht man mit dem Vierer irgendwas. Ja, alles ganz simpel. Habe ich euch schon gewischt? Nee, wa? Tut mir leid, ist immer manchmal ein bisschen verschmiert. Also, manchmal sehe ich es am Ende des Tages, manchmal sehe ich es am Anfang, aber meist achte ich darauf, dass es am Anfang gleich weg ist. Ja, leider geht es nicht ohne Geräusch, weil das ist die Rolle selber tatsächlich. Gefällt mir ja nicht. Ich sag, die fällt mir das ja nicht mit der. Ist auch, wenn er da von der XT, von einem alten XT-Schaltwerk oder XTR-Schaltwerk ein Röllchen habt, dann baut lieber das ein. Wenn das hier das poltert, ja, ist ja Wahnsinn. Dann wird es mal fetten.
machen wir es mal ohne. Ohne Bügel. Achtung. Ohne Bügel kann man es nämlich auch so aufsetzen. Viel besser. Viel besser. Also ganz optimal ist es nicht, weil er einfach zu weit außen läuft. Aber das sieht man ja hier, das kann man ja korrigieren. Ja, das sieht ganz gut aus. Der Drehtier macht halt Geräusche, wenn die Kette darüber rasselt. Und das überträgt sich über den Bügel noch mehr. Wird dann lauter. Kriegt den Resonanzkörper sozusagen. Gut. Und? Springt ja nicht runter, also alles gut. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Pedalen. Da habe ich hier gebraucht den um. Pedalen sind dran. So, als nächstes Bremszüge. Also war fast durch. Hier steht ja immer ein Haufen Scheiß vor der Tür. Jetzt hat hier gestern eine Tüte abgestellt, so eine hohe Mülltüte mit so einem Holzkonstrukt drin. Hat das heute mal auseinander gekloppt. Und siehe da, ist eine schöne alte Weinkiste. Von 1977. Kann man eigentlich immer gut verkaufen, keine Ahnung, warum die Leute das. Ich habe die Leute ja gesehen gestern noch. Wa? Das waren welche, die haben es auch gefunden, die wollten es mitnehmen eigentlich. Und haben dann eben, die mussten es schleppen, sind bis zu mir gekommen und haben dann überlegt, den Müll bei mir stehen zu lassen. Ja, fand ich dann scheiße natürlich. Ja. Habe ich allerdings nicht gesehen, dass sie es haben stehen lassen. Das habe ich erst abends dann gesehen. So. Da habe ich mal die Nacht über jetzt noch gewartet und jetzt habe ich auseinander gekloppt. Da war ja noch eine Holzplatte oben drauf und so. Ja, und jetzt. Jetzt die Taubenkacke hier dran, die mache ich natürlich noch ab. Wisst ihr Bescheid, Vogelgrippe und so. Pandemie 1918. 100 Jahre her! Heutzutage haben wir da ja keine Angst mehr vor der Vogel, also nicht so richtig. Damals war das so ein Ding, so. Alte Kiste, das ist eine richtige alte Kiste. Mit schönen Aufdruck, genau. Mit schönen Stempeln, halt schick. Ein bisschen die Kacke abgemacht und das war halt. Mal denn. Sieht eigentlich ganz cool aus, ey, Bushido. Dich eigentlich schicki-micki.
Na gut, wie auch immer, also Züge ran. So. Ich mach jetzt fertig. Bei mir noch mal nicht. So, jetzt hier. Zack. Hallo. Schaut euch das an, hat sie sich beeindrucken lassen von M-Wave oder so, von der Firma oder was. Ein paar Segelboote ist mit Edding gemacht, ganz schnell hat sie das gemacht. Aber immerhin, ist doch cool. Segelboote auf Wellen, mit Wolkenmeer. Toll, super. Jetzt muss man das nur noch irgendwie normalerweise versiegeln, so irgendwie mit Klarlack oder so. Das wäre cool, wenn das funktioniert. Mal schauen. Super. Okay, machen wir nachher nochmal. Ziehen wir nochmal nach. Kappen wir nochmal die Bremse hier. Super. Das ist zu locker hier, den muss ich nochmal nachstellen. Okay. Ist das nicht ein geiler Draht hier bei uns? Hey, fertig ist es. Der Bolide ist fertig. Sieht gar nicht schlecht aus. Und? Was sagt er? Pitlock drin, überall. Die Ohrbremsen. Yay. Ja, das ist das Rad auf alle Fälle jetzt geworden. Nach 2 Tagen, nicht 2 Tagen Arbeit, aber eben nach 2 Tagen dran rumbauen.
Es ist ganz geil. Was, das Einzige, was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, ist, dass das hier Diskfelgen sind und die mit einer Felgenbremse jetzt angebremst werden. Was funktioniert, kann man machen, aber kein gutes Bremsverhalten natürlich ergibt. Es ist ja keine Bremsflanke da, also man macht es eigentlich nicht. Ne? Und aber es wurde gemacht von der Vorbesitzerin schon. Also sie hat ja die Felge hier gut runter, gut angebremst und die ist noch lange nicht fertig. Also da ist richtig Fleisch drauf. Und deswegen habe ich gesagt, ist eh egal jetzt mit dem Laufradsatz. Ich baue es jetzt einfach erstmal so zusammen und bis ich weiße Felgen, weiße Laufräder habe. Mit weißen Felgenringen. Bis ich das dann irgendwann mal umbaue. Na, so lange bleibt das jetzt erstmal drin. Ist natürlich nicht korrekt, das weiß ich. Da jetzt nicht alle sagen, für Diskfelgen und so, kann man doch überhaupt nicht, haben keine Bremsflanke und so. Ist genauso Aluminium drauf wie auf allen anderen Felgen auch. Der einzige Nachteil bei den Diskfelgen ist, dass die erstmal lackiert sind. Und bis das Lackierte runtergebremst ist, bremsen sie einfach mal schepp. Und das war's. Also nicht gut. So. Das ist das Einzige. Hergestellt werden sie genauso, mit genau der gleichen Qualität, Güte und etc. etc. Ja, also früher wurden dann auch mal Wulstreifen genommen, Wulstreifenfelgen genommen und dann wurde dann auch, als die Felgenbremsen aufkamen, wurde einfach eine Felgenbremse rangeklatscht und dann war gut, das hat auch funktioniert. Ja, und wenn es dann einer kaufen sollte, so wie das, dann weist man ihn darauf hin, du pass auf, normalerweise ist das dafür nicht geeignet, bräuchtest einen neuen Laufradsatz, kostet dann aber so und so viel mehr und dann ist das auch völlig legitim und in Ordnung. Muss der Kunde selbst entscheiden. Gut. Jetzt putze ich noch ein bisschen das Rad und dann stelle ich es raus und mache ein paar Bilder.